bei ihm vorbei, ne? Bei wem? Ich frag mal da vorne, weil wir kommen ja nicht durch die Schranke. Nein, das ist einer. Ich dachte, das wäre der schon jetzt. Ne? Bonjour, Monsieur. Ja. We have a reservation. On the reservation. Yes, we paid and we have a reservation for 2 months ago. It's okay. Merci. Wo ist 14? Wo ist die 14? Da ist die 14. Auf einen Scheißplatz. Gut, dass ich AT-Reifen hab, wa? Alles große Stellplätze, alle so um die 90 Quadratmeter. Wasser ist klar, Strom ist klar, sehr schön. Teilweise schattig, weniger Schatten. Wir haben jetzt einen mit mittelmäßigem Schatten, also nicht so viel Sonne und ein bisschen mehr Schatten. Das ist das Schattenspiel. Okay, so, auf jeden Fall sieht es hier so aus. Mann aber geguckt. Was hast du? Hat der Security-Mann aber geguckt. Ja, ich fand das nicht so gut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Kap Agde vom Strand, vom Campingplatz René Oltra. Es ist früh morgens und die Chance war jetzt ganz gut, dass wir hier mal ein paar Aufnahmen machen können. Also wie ihr seht, der Strand ist echt lang, also 2 Kilometer in die Richtung. Und dann geht es weiter, logischerweise auch noch ein paar hundert Meter in die andere Richtung. Wobei wir hier festhalten müssen, dass das hier, diesem Bereich zwischen dem Paradia Beach Club, also dem hinter mir, und dem Ende der Mole, der normale FKK-Strand ist. Hier haben wir einen Beach Club, der sich Paralia nennt. Da ist ja immer ordentlich was los. Samstag, Sonntags ist da richtig Platten auflegen und so. Also große Nummer, cooler Sound. Für alle, die Party machen wollen, ist das der richtige Ort. So. Kann man sich natürlich auch so eine Liege mieten. Die ist nicht ganz billig, aber Granate. Erste Reihe kann sich auch keiner vorlegen. Gehen wir mal oben gucken.
Hinter mir, das ist er, der berühmt-berüchtigte Schweinestrand von Kap Agt. Das sind diese 300, 400 Meter, wo hier jeder machen kann, was er will. Ja, und am besten sich das mal angucken und danach den Reset My Brain Knopf finden, um das wieder zu löschen, was man gesehen hat. Ja, da gibt es eine Menge, da steht jetzt noch kein Schrank, da steht jetzt noch kein Sonnenschirm. In 2 Stunden ist die Bude voller. Ja, so sieht's aus. Ja, unterhalb, ich stehe jetzt hier da, wo die Security ist, beziehungsweise der Rettungsdienst. Die halten hier den ganzen Tag Ausschau, dass auch nichts passiert. Unterhalb von mir ist der Paralia Beach Club und rechts von mir das Restaurant Sun. Da hinten ist Marcelan Plage. Und da fangen dann die ganzen Textil-Campingplätze an. Also das zum Thema Strand, Kap Agt. Da gäbe es mit Sicherheit einiges zu sagen. Aber da sollte man sich oder sich jeder selber ein Bild machen, was er hier erleben darf und wie er sich hier auf diesem Campingplatz und der FKK-Anlage auslebt. Ja, so, wie ihr seht, es ist 8 Uhr. Hier ist es ruhig. Da hinten baut schon einer eine Burg. Da kann man auch nochmal nach Marcelan reinschauen. Und da hinten, hier vorne sind die Cottage The Pearl. The Pearl ist auch etwas dekadenter. Das sei dazu gesagt. Also Strand. Also hier gibt es auch mehrere Strandbuden, das sei dazu gesagt, ne, wo man essen kann. So, jetzt gehen wir hier hinter der Bude her. Ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen vorsichtig sein. Damit wir hier nicht unabsichtlich jemanden filmen. Das wollen wir ja nicht. Stehen im Grunde genau da hinten hinter dem Waschhaus, dass da so ockerfarben rauskommt. Schöne Palmen gibt es auch. Da unten kann man sich massieren lassen. Also professionelle Masseurinnen, ja, also auf Masseuse jetzt ausgedrückt. Und da hinten sind die Pearl Cottage. Da gibt es auch eine ganz geile Minigolfanlage. Die können aber nur die benutzen. Finde ich auch nicht gut. Aber gut. So, da haben wir es. Kommt von da unten. An dieser Stelle kann man sehr lecker essen. Beiden können euch massieren, wenn ihr Bock drauf habt. Geile Sache, wird warm gerade, wirklich schönes Wetter wird das heute. Wir fangen gleich nach Set, dann nehmen wir euch mit. Ich zeige euch jetzt nochmal die ein oder anderen Sachen, die man hier so machen kann. Fitness, Pool, Minigolf, die man nicht spielen können, weil wir nicht in einem Cottage wohnen. So, und dann sehen wir weiter. Das ist das Tor 4, Gate 4. Und hier haben wir das ist der Minigolfplatz, nur für Pearl. Ja? Da kann man Bowl spielen. Motorradfahren ohne Helm ist scheiße, aber wie kann man das auch machen? Das ist ein Campingplatz.
mehr oder weniger auch ganz schön wohnen. Aber ich glaube nicht, dass es hier ums Wohnen geht. Und das wurde alles irgendwann mal in den 70ern hier zugenagelt. So sieht das dann aus, den Franzosen bauen. Ja, und hier brennt abends echt der Baum. Hier ist echt die Hölle los. Sieht jetzt nicht danach aus, aber ist ja erst kurz nach 8. Campingplatz René Oltra. Ja, das war ein kleiner Einblick, wie das hier so im Großen und Ganzen aussieht. Einen wunderschönen guten Morgen. Nochmal der Olli hier. Ich habe ja gestern hier gefilmt am Strand und habe euch den Schweinestrand gezeigt und den normalen Strand, der da hinten ist, der da ist. Und gestern Nachmittag waren wir ja am Strand, also nicht an dem, ja, sondern an dem da hinten. Ja. Und wir gehen um 3:30 zum Wohnmobil zurück. Steht da oben fast eine Hundertschaft. Also Polizei. Ohne Ende Polizei. Draußen Polizeiautos, Feuerwehrautos. Ja. Und dann war hier Großrazzia am Strand. Also wenn die ganzen Männer hier in die Frauen fallen und hier Sodom und Gomorra herrscht, da habe ich auch schon von gehört, da kommt die Polizei, manchmal auch die berittene Polizei und treibt dann hier alle, wie bei Louis Dufinet, einmal zusammen. Nein. Und was sie dann machen, weiß ich allerdings nicht. So, auf jeden Fall war hier gestern die Hölle los am Schweinestrand von Kap Akt. Und ja, letztendlich ist es ja auch richtig so. Ja, das geht nicht hier. Wenn du hier vom Textilschrank aus Marcelan Plage kommst, hier entlang gehst mit deinen Kindern, die fallen ja tot um. Ja, also das ist ein Schock fürs Leben. Ja, und zumal ist das nicht, du kannst dir die Bilder nicht wünschen, die du da siehst. Und aus diesem Grund, reset my brain. Das sei dazu gesagt, das war die Info erstmal nochmal zur Razzia am Schweinestrand. Ja, diese reißerischen Sachen sind ja nicht so mein Ding. Aber es will gesagt sein, ja, habe ich auch noch Fotos gemacht von den Polizeiautos und Feuerwehrautos, die hier das alles soweit wieder reguliert haben, damit hier nicht nur Sodom und Gomorra am Strand herrscht. Ich möchte noch sagen, dass an dem normalen FKK-Strand, also rechts vom Paralia, jetzt auch die Security geht vom Campingplatz. Also es wird hier besser aufgepasst, im Gegensatz zum letzten Jahr, da habe ich niemanden gesehen. Jetzt wird hier wirklich aufgepasst, dass hier nicht nur, ich nenne das mal die Muschisucher sind, die hier den ganzen Tag rumlaufen. Das sind ältere Herren, die nah an den Damen vorbeigehen und denen in den Schritt gucken. Ja, finde ich auch scheiße. Aber gut, das ist auch so gut wie weg. Die Security läuft hier am Strand. Und ich hoffe, ihr hört mich, weil es ist windig am Meer. Also, hier kommen wir wieder zurück. Alle Nackten wieder weg. Ich weiß nicht was. Und was ist da? Loch Ness? Ja. Oh.
Theater, ne? Hier war noch dieses tolle Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Camp Monkey. Ich bin der Olli. Hinter mir im Wohnmobil steht die Tina. Morgen. Siehste, läuft schon um 6.55 Uhr. So, heute ist Abreisetag hier vom Campingplatz René Oltra. Und man soll immer fahren, wenn es am schönsten ist. Das Wetter ist jetzt schlecht, deswegen fahren wir jetzt. Nein, der Urlaub ist um. Also, kann er mal rausgucken. Scheiben sind dreckig. Ja, da steht ein Hochhaus. Hochhaus. Ja, und da können wir auch noch mal hingucken. So, wir haben gestern schon ein bisschen umgeparkt, um hier sauber und schnell rauszukommen. So, jetzt machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg Richtung Heimat. Und es freut mich, dass ihr dabei seid, ihr das und die Videos von dieser Reise liked und ein Abo dalasst. Danke dafür und freue mich jetzt nicht so wirklich auf die Rückreise. Ja, 3 Wochen Urlaub vorbei. So ein Mist. Ja, ein Fazit zu unserer Reise gibt es dann auch noch. Mal gucken, wann ich richtig Quasselwasser getrunken habe, um zu erzählen, was alles geht. Ja, ich sage auf jeden Fall, los geht's. Bis gleich. Viel Spaß bei der Rückreise. Rückreise. Auf geht's. Ja, so schnell geht das hier doch nicht. Haben wir alles? So, da ist einer runtergefallen. Das hier sind diese Cottage und die kosten bis zu 2 Mille die Woche. Aber dafür gibt es auch eine Elektrocar dazu. Und Concierge-Team. Und einen eigenen Minigolfplatz. Der Elva gehört nicht dazu. Eine Frage an die ganzen Fachleute. Das Abwasser stinkt wie Hulle nach 2 Wochen bzw. 3 Wochen, obwohl regelmäßig abgelassen. Ist das bei euch auch so? Und wenn, wie verhindert ihr das? B, wie reinigt ihr den Abwassertank? Oder ist das überhaupt notwendig bzw. wie kriegt man den Muff da raus? Das wäre eine Frage, die mich wirklich interessieren würde. Also, weiter geht's. Links, danach die nächste rechts. Danach fahren Sie in den Kreisverkehr. Ja, erst vorfahren und dann nicht aus dem Quark kommen. Erstmal wird hier entladen. Leute. Ja, kommt da hinten rein. Deswegen. Meinst du, das Flüchtling drin oder was? Ja. Wir sind doch alle welcome. Hast du gesehen? Er hat einfach nur reingeguckt. Bonjour, Monsieur. Die Bändchen werden abgeschnitten, damit du hier nicht mehr reinkommst. Gleich einen halben Arm abgeschnitten. Okay, merci beaucoup. Merci de donner cher, baby. Ja, schön. Bye.
alle ihre, die entleeren hier alle auf der Straße. Wir haben wieder den typischen Bouchon in Lyon und hinter mir kommt der Tütata. Rettungsgasse bilden ist hier schwierig, weil darüber komme ich nicht. So, also Stau haben wir auch, natürlich. Ist normal in Lyon, aber die 10 Minuten haben wir auf, um hier durchzukommen. So, die wilde Fahrt geht weiter, tanken müssen wir nachher noch. Oh, und dann hoffe ich, dass wir. Halten Sie sich rechts und der A7 weiter folgen. Machen wir. Wir haben noch 330 Kilometer bis zum Stopp in Bougainville, da fährt Avia. Und. Ja, schauen wir mal, ob es weiterhin so gut läuft wie jetzt. Wetter ist bescheiden, macht nichts und dann sehen wir gleich weiter. Ja, Maul. Maul, Maul. Ja, genau. Hast du die Strohballen gefilmt oder was? Nix hast du gemacht. Ja, kann nicht fahren und filmen und labern. Das geht ja sonst auch. Nee. Also, da eine Kamera, hier eine Kamera. Und da eine Frau, die die ganze Zeit pennt. Die gibt's doch gar nicht. Kamerafrau ist ein bisschen spät. Großer Vorteil mit der Mautbox zu fahren. Ihr überholt immer alle, die euch kurz vorher überholt haben. Zack, seid ihr durch und die stehen da immer noch und zahlen. Ja, sie müssen zahlen. Auf geht's. 100 Metern und nehmen Sie die dritte Ausfahrt auf die D164. Drehen Sie, wenn möglich, um, danach, am Ende der Straße, biegen Sie links ab. So, hallo.
Schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir haben Bougainville erreicht und der Stellplatz war noch nie so leer, wie wir den angefahren haben. Also es ist ja auch noch früh. Es ist Freitag, 3:15. Also wir haben durchgezogen. 750 Kilometer. Dann sind wir dann losgefahren um 7:15 und 2:15 waren wir hier. Ah, das war eine gute Zeit, würde ich jetzt sagen. So, hinter mir ist unser Wohnmobil, ganz klar. Tina telefoniert mit unserem Sohn. Und hier ist es französisch. Hier wird Boule gespielt. Ja, Nationalsport hier. So, und ansonsten, kurzes Fazit zur Reise. 3 Wochen sind um, viel zu schnell, dummerweise. Wir waren ja jetzt nur auf einem Campingplatz und auf 3 Stellplätzen. Das habt ihr vermutlich alles schon gesehen. Und bei uns spielt sich das immer so ein bisschen mehr ein, was wir uns vorstellen unter einem Campingurlaub. So nenne ich es jetzt mal. Wir hatten ja früher auch einen Wohnwagen mit Vorzelt und allem drum und dran. Das war uns viel zu viel Arbeit, das alles wieder abzubauen. Jetzt ist es so mit dem Wohnmobil, dass wir jetzt 18 Tage gestanden haben. Das war sehr geil. Wir haben ja den Motorroller dabei. Wir sind so flexibel gewesen mit dem Motorroller, dass wir den Radius deutlich erweitern konnten. Wir haben sehr viele schöne Märkte besucht. Das hat echt Spaß gemacht. Und Rollerfahren im Süden ist sowieso 1000-mal geiler wie in Deutschland. Ja? Fahren alle wie die Schweine, da passt man sich schnell an. Das geht gut. So. Das dazu. Also 18 Tage haben wir gestanden, das hat uns wirklich gut gefallen. Statt ja irgendwo immer auf der Flucht zu sein, 1-2 Tage auf irgendeinem Stellplatz zu bleiben und dann weiterzufahren, das ist uns zu hektisch. Städte sind auch nicht unser Thema. Unser Thema ist Strand, FKK und alles, was dazugehört. Das erstmal dazu. Das hat uns wirklich gut gefallen. Wir waren nicht einmal essen, das haben wir irgendwie verpasst. Der Olli hat eingekauft am Anfang, das war so viel, da haben wir fast 14 Tage von gegessen. Ja, und dann war das Thema auch schon fast durch. Zum Campingplatz René Oltra in Kap Agde möchte ich noch sagen, der Strandabschnitt, der dort von der Polizei auch so in der Art kontrolliert oder geräumt wurde und geguckt wurde, was da so alles abgeht, gehört definitiv nicht zu dem Campingplatz René Oltra. Das ist so ein Stück Niemandsland, was dazwischen liegt. Und da machen die Leute, was sie wollen. Also es hat nichts mit dem Campingplatz René Oltra zu tun. Das war alles super, der Strand war super. Und wie gesagt, die Menschen, die dort alle waren, auch. Vielen Dank an dieser Stelle an die Abonnenten, die uns erkannt haben, trotz Nacktheit uns angesprochen haben. Große Klasse. Hat Spaß gemacht, die Gespräche mit euch zu führen. Und ja, freut mich und die Tina natürlich auch riesig, dass wir hier angesprochen worden sind und natürlich auch gelobt worden sind. Vielen Dank dafür. So, ich würde jetzt erstmal sagen, mir wird natürlich gleich noch was einfallen, dann erzähle ich noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten wäre es das mit unserem Urlaub im Frühsommer 2023. Wir haben heute den 9. Juni. Wir sind heute Morgen ja bei ganz schlechtem Wetter abgefahren. Das bleibt jetzt auch eine Woche lang so in Südfrankreich. Wir haben es wohl ganz gut getroffen mit dem Wetter. Es war immer tierisch. Ja, warm würde ich nicht sagen. Also die Sonne hat geschienen. Es kam ein kühler Wind vom Meer und das war perfekt. Jetzt stehen wir hier in Bougainville und wir haben es 29 Grad. Das ist ein bisschen hot für uns, muss ich dazu sagen. Aber man kann sich das nicht aussuchen. Wenn es regnet, ist Käse. Wenn es zu heiß ist, ist Käse. Wir hatten 18 perfekte Tage in Kap Agde. Da möchte ich noch ganz kurz zu sagen, Campingplatz Kap Agde ist ja ein FKK-Campingplatz, ein Naturistenplatz. Hier ist es definitiv so, dass es eine sehr hohe Toleranz gibt gegenüber jeglichen Personen, Menschen, was auch immer. Dort wird jeder akzeptiert, so wie er ist, davon könnten sich viele andere Campingplätze echt eine Scheibe abschneiden. Okay, es ist ein bisschen speziell das Ganze, auch nicht jedermanns Sache, möchte ich auch dazu sagen. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, das ist ein bisschen wie Kino da für uns. Freunde von uns waren auch da, waren auch begeistert vom Kino und auch vom Campingplatz. Wir fahren da wieder hin. Ich sage jetzt erstmal, das war Frühsommer 23. Wir starten in 2,5 Monaten nach Korsika. Wenn euch das alles gefallen hat, wünsche ich mir natürlich einen Daumen nach oben. Besucht unsere Facebook-Gruppe Camp Monkey. Ich schreibe euch das hier rein.
Viele haben es auch schon gesehen auf Instagram, da sind wir natürlich auch, schreibe ich euch auch die Adresse rein. Da gibt es natürlich die ein oder anderen Infos schon vorab, bevor die Videos online gehen. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen einen schönen Urlaub, die Tina auch. So, ich sage danke. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Olli, und die Tina sagt auch tschüss. Tschüss. Und die Ida auch. Bye, bye.